Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Und ja, der Geiger bzw. der Huina Bagger ist soweit jetzt erstmal fertig. Der Radlader ist auch durch. Ansonsten die anderen Modelle laufen alle. Und ich habe mir gedacht, ich widme mich einem neuen Projekt. Und wie es der Zufall so will, war heute der Postbote da und hat ganz viele tolle neue Sachen gebracht. Und da dachte ich mir, die zeige ich euch mal kurz als Vorschau auf das kommende Modell bei mir. Und ja, hier steht er. Es wird der Sprinter von Bruder in der Kommunalausführung. Und als der kam, ich habe mich damit jetzt nicht so weit auseinandergesetzt. Ich fand den schön, ich habe den gesehen und dachte mir, ach, den bestelle ich mir. Liegt roundabout 34 Euro, 35 Euro oder sowas, was der nun gekostet hat. Und ich bin völlig begeistert, weil auch so viel dabei ist. Habe ich, wie gesagt, ich habe nicht aufgepasst. Es ist dieses Licht-Sound-Modul mit dabei. Das ganz normale mit zusätzlichen anderen Farben. Ob ich es verwende, weiß ich nicht. Es ist ein Bauarbeiter dabei. Ich weiß nicht, ob man sieht. Ich fand das ganz lustig. Der hat so einen Clark Gable Bart, so einen Spitzbart. Finde ich super, der Clark. Also, Clark wird auf jeden Fall dieses Fahrzeug fahren dürfen, wenn er schon dabei ist. Ein paar Hütchen. Ich habe schon ein paar verkehrte Hütchen da, aber scheinbar nicht vom Bruder. Die hier sind so gummiert. Habe ich bisher noch nicht in der Hand gehabt. Ein paar Baustellenschilder sind mit dabei. Und werde ich auch mal wieder gefragt. Das ist bei den LKWs auch dabei. Das kommt hier vorne rein in die Stoßstange, damit man zum Beispiel eine Seilwinde oder so befestigen kann. Zum Modell selber. Es ist schon lange auf dem Markt. Wie gesagt, ich habe es mir noch nicht näher bisher angeschaut. Ich fand es bloß einfach toll. Die Rampen sind noch mit dabei. Zwei Stück. Und was ich aber gleich sagen muss, das Ding ist lang. Das Ding ist richtig lang. Wir haben hier eine Gesamtlänge von knappen 40 cm. Das ist so lang wie die Zweiachs-Zugmaschine vom Tieflader. Diese rote. Auch etwas älteres Modell. Die ist genauso lang. Also irre. Okay? Dafür ist er relativ schmal. Ansonsten, ich finde ihn super. Er glänzt auch schön. Ich finde die Lichter klasse. Und ich weiß nicht, ob ich das kippbar machen werde, denn er soll bei mir eigentlich eher als Baustellenabsicherungsfahrzeug sein. Das heißt, es wird wieder mal ein Fahrzeug, wo ich mich mit etwas beschäftigen möchte, das ich bisher einfach noch nicht gemacht habe. Und meine Fahrzeuge sind in der Vergangenheit einfach unsagbar sparsam mit Licht ausgestattet. Ist tatsächlich so. Das heißt, in der Regel baue ich irgendwo Scheinwerfer ein, damit ich sehe, ob das Modell an ist oder nicht. Das war's. So. Hier bietet sich's natürlich an, eine richtige Reklametafel draus zu machen. Das heißt, ich habe hier ganz, ganz viele Sachen vor. Einmal will ich auf jeden Fall so einen LED-Dachbalken oben drauf haben. Allerdings habe ich mal ein bisschen schon geguckt. Die haben in der Regel ein Rundlicht, aber ich finde den Dachbalken irgendwie schöner. Weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ich will Blinker hier vorne drin haben. Ich will Licht hier vorne drin haben. Ich will Licht hinten haben. Und unbedingt, unbedingt auf dem letzten Parcours, wer das Video gesehen hat, da waren auch die Bilder dabei. Da war der Andi mit seinem THW-Fahrzeug mit dabei, so ein blauer MAN-Kipper. Und der hat Frontblitzer drin. Habe ich mich direkt drin verliebt. Also das war einfach für mich ausschlaggebend. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Frontblitzer. Und ja, ich habe mich mit dem Thema LEDs noch nicht so weit beschäftigt. Ich brauche irgendein Modul wahrscheinlich zum Durchschalten, damit ich nicht alle Kanäle irgendwie je LED belege. Ich brauche irgendwas, damit es auch blitzt und blinkt. Soundmodul will ich keins einbauen. Ton brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es soll leuchten. Es soll leuchten. Ich habe auch schon was im Kopf. Es gibt die Firma Modellbau Niepel und ich werde die auch unten mal verlinken. Ich habe da schon mal ein bisschen gestöbert. Die sind mir seit der letzten Messe bekannt oder der vorletzten. Egal. Habe ich schon öfters mal reingeguckt. Habe ich bisher noch nicht gebraucht, weil ich nichts mit Licht mache. Die machen ganz wahnsinnig viel. So Lampengläser und LED-Technik und auch Regler-Elektronik dafür.
Wahnsinnig viel, da muss ich mich erstmal durchlesen und gucken, was es da gibt. Ich glaube, die sind da tatsächlich ein sehr, sehr guter Ansprechpartner für mich jetzt, denn ich werde das jetzt nicht irgendwie zusammenbasteln oder ich bin kein Elektriker, ich bin auch kein Elektroniker. Ich habe davon einfach zu wenig Ahnung. Ich kann Licht einbauen, ich kann eine LED einbauen, aber alles, was darüber hinausgeht, wird dann schon kompliziert. Deswegen werde ich da mal gucken. Wie gesagt, ich verlinke es hier mal unten. Ich glaube, die sind da wirklich einer der besten Ansprechpartner, die ich mir jetzt hier vorstellen kann. Werde ich mal gucken, was ich da so finde, was ich da so auftreiben kann bei denen. Wie gesagt, Frontblitzer bin ich auf der Suche. Hier vorne die Scheinwerfer will ich auf jeden Fall auch, dass die leuchten, dass das blinkt, hinten Blinker und eben den Leuchtbalken oben auf jeden Fall drauf. Und ich bin mir sicher, da werde ich auch fündig. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand von euch sagt, ey, da habe ich den Shop oder den Mann oder die Frau oder den Ansprechpartner, die machen genau solche Sachen. Freue ich mich. Schreibt einfach unten in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Dann gucke ich mir das gerne an. Dann schauen wir mal. Jawohl. Den werde ich jetzt auf jeden Fall zur Seite stellen und der wird umgebaut. Und die Idee kam ja nicht von irgendwoher. Ich stelle es gleich nochmal noch weg. Ich habe mir Gummireifen bestellt. Muss ich noch Felgen dafür drehen? Aber das wird mit Sicherheit toll. Ist auch selten. Meistens fahre ich ja mit den Bruderreifen. Aber ich dachte mir, wenn wir schon so ein schönes Schaufenstermodell hier machen mit viel Bling Bling, dürfen wir auch Gummiräder drauf. Angetrieben soll das Ganze mit diesem Motörchen sein. Habe ich auch schon ein paar da. Habe ich eigentlich immer da. Und wie gesagt, die Idee kam jetzt nicht von ungefähr, denn ich habe die Werbung gesehen. Ich bin wohl doch werbungsanfällig, was das angeht, von Thorsten Harzmeier von Harztech. Vielleicht kennt es einige von euch schon mal. Der hatte eine Sommeraktion und dann dachte ich mir, schaue ich mir an. Und bei der Firma Harztech Modellbau bekommt ihr Bausätze für den Dodge Ram, für den Sprinter, für den Jeep, glaube ich, auch für die WPL-Modelle. Also ganz viele Sachen, auch für, glaube ich, Bootsmodellbau ist jetzt nicht mein Bereich. Aber ich habe den Sprinter-Bausatz schon mal gesehen und habe gesagt, super. Ich habe bisher nur Gutes gehört davon und dachte mir, warum soll ich mich jetzt da hinsetzen, soll was zeichnen, soll was drucken? Natürlich könnte ich das machen, aber es gibt einen Bausatz, der ist super, der ist nicht teuer. Und der kam eben heute auch an. Deswegen gibt es auch dieses Video. Und ich habe bestellt einmal den Sprinter-Umbausatz und, weil ich hier schon dabei war, einen Umbausatz für den Dodge. Ob ich den Dodge und wann ich den Dodge umbaue, weiß es noch nicht. Preislich aktuell Sprinter 80 Euro Umbausatz und für den Dodge 55 Euro. Ist ein fairer Preis, wenn ich mir überlege, ich müsste jetzt meine Zeit rechnen, das Ganze selber zu zeichnen, zu drucken, Fehlschläge unter Umständen hinzunehmen, nochmal zu zeichnen, nochmal zu drucken und so weiter. Also für 80 Euro, muss ich sagen, ist super. Kam heute, wir machen, gucken mal schnell rein. Ich habe es soweit noch nicht aufgemacht. Ich habe mir die Anleitung, bevor das vielleicht noch kurz zu zeigen, die Anleitung gibt es als PDF auf der Webseite. Ich werde es auch unten verlinken, natürlich. Ja, damit ihr genau wisst, wo ihr sowas auch bekommen könnt. Und im Endeffekt, ach, hier wäre es drauf schon. Es sind Druckteile mit dabei, Federn, Schrauben, 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 Stoppmutter. Okay. Also, es sind ein Haufen Teile mit dabei. Es sind Schrauben mit dabei, finde ich super. Noch mehr Schrauben. Und sind die Federn mit dabei. Ah, okay. Das sind so die Axtteile. Hier sieht man es, hier kommen die Motoren später rein. Also wie gesagt, vom System her ist es bekannt. Ich kenne auch das Aufbauvideo, das habe ich mir auch schon angeschaut. Ist auch eins drin. Ich glaube, damit kommen sie ganz gut klar. Das ist mal der für den Sprinter. Der ist echt, da ist was dabei. Steht da drauf, 20x 3D-Druckteil. Also es ist doch eine Hausnummer. Bei dem Dodge ist ein bisschen weniger dabei. Da steht jetzt kugelgelagerter Umbausatz, habe ich da bestellt. Schauen wir mal schnell rein. Sind auch wieder Schrauben mit dabei, alles wunderbar.
Ah, okay. Hier sind jetzt Kugellager drin. So, vielleicht sieht man es. Das heißt, die Welle dieses kleinen Motors, wenn der hier eingebaut wird, das haben wir alle, ist gelagert. Okay, super. Das ist jetzt aber beim Dodge. Okay, das ist halt beim Sprinter nicht. Da muss ich gucken, was ich da mache. Ob ich beim Sprinter nicht einfach auch noch vier Kugellager einfach mit einbaue. Ich habe meinen kleinen Bobcat, wer sich auf meiner Seite auskennt, der weiß, der kennt den, diesen kleinen Bobcat-Lader, den ich umgebaut hatte. Da waren auch die kleinen Motoren drin, die waren auch nicht kugelgelagert. Also die Motoren halten was aus. Ich zeig's dir nochmal, das sind N20 oder GA12 oder wie sie heißen, 12x10 mm Motoren. Und auf der Seite von Hardtech war angegeben, sie sollten ungefähr 100 Umdrehungen machen. Das machen die hier. Genau. Und die haben ein ganz kleines Getriebe. Normalerweise, es kommt ja keine große Last drauf. Also sie sollten es normalerweise auch ohne Kugellager aushalten. Ich muss mal gucken, wenn ich die kurzfristig noch vor dem Umbau herbekomme, dann werde ich die vielleicht noch nachträglich einbauen. Ansonsten vielleicht auch erstmal ohne. Mal schauen. Die Frage ist auch, ob die Anleitung das hergibt, dass ich das so einfach wieder öffne oder ob das dann ein größerer Akt wird. Ja, das ist natürlich der zweite Punkt. Freue mich nachher zusammen. Also, das ist der Plan. Ich baue den Sprinter um auf Kommunalversion. Wie gesagt, ich muss mir jetzt erstmal ein bisschen damit auseinandersetzen, was ich an Beleuchtung mache. Wie gesagt, diese orangen Blitzlichter vorne rein. Ist auf jeden Fall, steht ganz oben auf dieser Wunschliste. Und jetzt muss ich einfach mal gucken, was es da so gibt, was es für Möglichkeiten hat und wo ich das Zeug am besten herbekomme. Und ja, ich habe mir gedacht, wenn es die Zeit auch erlaubt, werde ich ein komplettes Umbauvideo machen. Das heißt, wir schauen uns den Bausatz dann im Detail an. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen. Ich kenne den Bausatz nicht, ist also keiner von mir. Ihr bekommt den auch nicht über mich. Sondern ihr dürft mir einfach nur zugucken, wie ich den hier einbaue, wenn es euch interessiert. Bauen mit mir, ist das nicht toll? Macht fast so viel Spaß wie selber bauen. Und von dem her, ja, dann würde es mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, ein paar Ideen habt, dürft ihr gerne unten einfach in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es losgeht mit diesem wunderschönen Bausatz. Bis dann!